Einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktanalyse Live. Wir haben den 15. April. Ich bin Mike Thielen und wir werfen wieder einen Blick auf die Märkte. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Das könnt ihr mir gerne im Chat bestätigen. Und wenn das so ist, dann können wir loslegen. Ja, das passt. Okay, sehr gut. Dann fangen wir an. Erst einmal der Disclaimer, dass alles das, was ich hier sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellt, keine Beratung ersetzt, keine Empfehlung ist und auch keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Das zum Disclaimer. Jetzt hier drauf den Blick gerichtet auf die Märkte und wir sehen jetzt, dass wir heute ziemlich schwach sind im DAX, 4% im Minus, jetzt nachbörslich dann auch noch entsprechend negative Vorzeichen haben und der DAX eben nach unten geschlossen ist. Was ist hier passiert? Natürlich vielerlei Dinge, die wir hier im Blick haben sollten. Zum einen, wenn wir die Aktienmärkte uns anschauen, wenn wir gleich mal den Blick werfen auf den DAX, auf den S&P 500, auf den Dow Jones und oder Nasdaq, machen wir das Ganze mal mit drei Charts nebeneinander. Dann sehen wir nämlich, dass etwas Bestimmtes hier passiert ist, dass nämlich die Märkte sozusagen an der 50%-Marke gekratzt haben. Und das werden wir jetzt hier gleich eben, jetzt habe ich zweimal den US-Tech aufgemacht, ich wollte noch den Nasdaq, hier, den S&P 500, da ist er, dass die es eben jetzt hier gemacht haben. Und so etwas sieht man sehr häufig nach Abwärtsbewegung, dass dann erst einmal eine solche 50%-Marke angelaufen wird. Wir sehen es hier im S&P 500 sogar bis zur 62%. Der Nasdaq bis zu 62% Marke. Wir sehen es hier beim S&P 500. Der ist vom Hoch zum Tief, das Hoch, was wir da im Februar hatten, bis zum Tief eben Mitte März. Da hat der S&P 500 gestern auch die 50% Marke geknackt. Ein Markt, der so ein bisschen hinterherhinkt. Das ist der deutsche Aktienmarkt. Wenn wir uns den DAX betrachten, hat das noch nicht ganz geschafft. Aber wir sehen bei allen Indizes mehr oder weniger das gleiche Bild. Wir sind, und das werden wir gleich in Intraday-Charts auch sehen, bis zu einem bestimmten Widerstandsbereich vorgestoßen und dort eben erst einmal runtergelaufen. Das also technisch gesehen, was wir bei allen Märkten jetzt hier beobachten konnten, diese 50%-Marke, 50% eben Retracement, wie es hier so schön heißt, genau da sind wir hingelaufen und jetzt erst einmal vorläufig gescheitert. Kommen wir erstmal auf News, die gekommen sind in den letzten Tagen. Ein bisschen vorsichtiger Optimismus. Es gibt Lockerungen in Österreich und in Norwegen beispielsweise. Hier werden also wieder teilweise Geschäfte öffnen. In Österreich sind es, glaube ich, Geschäfte bis zu 400 Quadratmeter, die wieder öffnen dürfen. In Deutschland ist heute die Diskussion mit der Bundesregierung und eben den Landesvätern sozusagen der einzelnen Bundesländer auch aufgenommen worden per Telefonkonferenz und dort sind schon ein paar Infos durchgesickert. Das Ganze wird dann sicherlich heute Abend dann nochmal bestätigt, dass bis zum 31.8. Großveranstaltungen weiterhin untersagt bleiben, dass aber voraussichtlich ab dem 20.4. Geschäfte bis 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen dürfen. Darunter fallen aber nicht Friseursalons. Die sollen erst wohl wieder ab dem 4.5. öffnen dürfen, denn hier ist es dann eben auch durch den nahen Kontakt zu dem Gegenüber so, dass man eben auch einige Schutzmaßnahmen noch ergreifen muss. Und das
sollte dann für die Friseure etwas länger dauern, das Ganze umzusetzen. Daneben noch viele kleinere Maßnahmen. Es wird noch diskutiert, wie sieht es aus mit Gaststätten, sollen die wieder eröffnen, sollen nur die Außenbereiche eröffnen und so weiter. Das ist hier zumindest jetzt ein paar Minuten vor dem Webinar noch nicht klar gewesen. Vielleicht hat sich da jetzt an der News-Situation schon was geändert, aber grundsätzlich haben wir hier diese Geschichte. Newstechnisch also auch eine leichte Lockerung in Deutschland. Einige Geschäfte dürfen dann wohl wieder öffnen. Und bis zum 3. Mai soll aber generell diese Kontaktbeschränkung weiterhin gelten. Weitere News. So gesamttechnisch sehen wir den Ölpreis, der sich wieder nach unten verabschiedet hat. Und das ist eben auch eine Geschichte, die den Aktienmarkt eben auch mit nach unten auch heute treibt. Wir haben zwar zu Beginn der Woche einen Deal in Anführungszeichen von OPEC Plus gesehen, aber diese Einigung, da muss man eigentlich das so hart sagen, das ist eigentlich eine Farce. Das ist nichts wirklich Tolles, was dort erreicht worden ist. Man will die Produktion von Öl ab Mai, wenn mich nicht alles täuscht, oder ab Juni um 9,7 Millionen Barrel drosseln. Das sind aber eben auch, wenn man sich die Nachfrage anschaut, zu wenig, dass man hier Angebot und Nachfrage wieder irgendwo auf ein Niveau zurückführt, und von daher ist das eben schon einmal etwas, was jetzt nicht so wahnsinnig toll aufgegriffen wurde. Wir sehen es genau an dem Montag, den wir hier hatten. Da ist der Ölpreis erstmal ein bisschen nach oben geschossen und dann hat man gesehen, ach, so wahnsinnig toll ist diese Geschichte auch nicht, und dann ist er nach unten gegangen. Und dann sieht man eben auch jetzt in den letzten Tagen eigentlich Saudi-Arabien unterwandert diesen Deal. Öl wird verramscht, unter anderem nach Asien für große Discounts. Und da sieht man dann eben auch, was von dieser OPEC eben aktuell noch zu halten ist. Da hat man gar keine Verlässlichkeit, und das sorgt dann eben auch für den fallenden Ölpreis. So eine Zerstrittenheit in der OPEC, so eine Unsicherheit dann eben auch einmal für den Ölpreis und dann eben auch für die verschiedensten Marktteilnehmer, sorgt dann auch dafür, dass sicherlich auch in Zukunft, jetzt nicht unbedingt in nächster Zukunft, aber mittelfristig Konsequenzen gezogen werden, dadurch, dass man sich dann immer unabhängiger vom Öl machen möchte. Das sind wahrscheinlich auch die Lehren aus der Ölpreiskrise, aus dem Ölpreiskrieg, der jetzt hier getroffen wird, wenn man eben hier keine wirkliche Verlässlichkeit, Reliability, sagt man da auf Englisch zu, wirklich hat. Und insofern muss man da schauen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall hat der Ölmarkt jetzt erst einmal die Tiefs wieder angetestet, und unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht, dass wir durchaus nochmal die Tiefs unterschreiten können. Und der Ölpreis, wenn man sich das anschaut, ich nehme dazu einfach mal einen Relativchart. Wir haben jetzt ja hier die US-Sorte WTI. Wenn wir jetzt mal beispielsweise den S&P 500 dazu nehmen, mal kurz einen Linienchart hier hinzufügen, dann sehen wir, dass der Aktienmarkt mit dem Ölmarkt eigentlich sehr stark korreliert hat bis zu dem Tief hier. Und dann hat sich der Aktienmarkt wieder gefangen, nach oben gegangen, der Ölpreis ist mitgezogen. Jetzt ist der Ölpreis aber wieder an den Tiefs und der Aktienmarkt dreht jetzt auch wieder. Das, was ich seit eben auch Wochen immer wieder sage, das ist auch ein ganz entscheidender Hinweisgeber, der Ölmarkt, wie es dann auch mit dem Aktienmarkt weitergehen kann. Hier sollten wir also darauf gefasst sein, dass wir jetzt gerade auch in der Kombination mit anderen Dingen, wie eben diesem 50% Retracement, jetzt auch wieder durchaus eine
zumindest vorläufig erstmal eine Korrektur des Aufwärtstrends, den wir haben seit dem Tief, machen dürften. Und wie weit es dann führt, das schauen wir uns jetzt gleich mal in den Charts an. Schauen wir zunächst mal auf den DAX. Und hier im Tageschart sehen wir, was sich ereignet hat. Wir haben nämlich hier einen kleinen Morningstar, Eveningstar, der sich hier abgebildet hat. Die letzten drei Kerzen, die erste von diesen drei Kerzen, die am Montag, war jetzt nicht so stark, wie man es dann für einen perfekten Eveningstar bräuchte. Da braucht man nämlich einen starken Tag, idealerweise irgendwo einen Schlusskurs in der Nähe der Hochs. Nichtsdestotrotz, das, was in der Folge passiert ist, untermauert eben trotzdem, dass es sich hier um einen Evening Star handelt. Wir haben eine Kurslücke nach oben gesehen mit dem gestrigen Tag, da wo der Pfeil drauf zeigt. Dann wenig passiert. Und dieses wenig passiert drückt sich dadurch aus, dass diese Kerze ein sogenannter Doji war, Eröffnungs- und Schlusskurs ungefähr auf einem Niveau. Das heißt, hier haben wir keinen großartigen Gewinner zwischen Bullen und Bären gesehen und das erzeugt eben von Verunsicherung. Das haben wir dann heute gesehen, auch eine etwas schwächere Eröffnung mit einer kleineren Kurslücke im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs und dann sind wir nach unten gerauscht, haben das gestrige Tief unterschritten und das war dann der Trigger dafür, dass wir hier einen solchen Evening Star bekommen können. Der heutige Schlusskurs, der sehr nahe dem Tief auch ist, der untermauert dieses genau. Und daher haben wir jetzt hier im Tageschart erst einmal eine kleine Wende wieder eingeleitet, nachdem wir eben auch fulminant nach oben gezogen sind. Vom Tief aus sind wir da auch 32% nach oben gegangen ungefähr bis zum Hoch am gestrigen Tage und jetzt erst einmal vorläufig die Konsolidierung eingeleitet, diese Aufwärtsbewegung. Schauen wir mal, ob diese Konsolidierung nicht auch nochmal zu einem Retest der Tiefs führen könnte. Dazu muss aber noch viel Wasser durch die Mühlen fließen, denn das nächste, was wir jetzt hier vor uns haben als Unterstützungsbereich, ist hier diese Geschichte, die wir Ende März, Anfang April gesehen haben, diese Phase zwischen 10.170 Punkte und genau diese 9.338 Punkte Marke. Das ist die Unterstützungszone. Da kann der Markt durchaus reinlaufen, der DAX, ohne dass wir jetzt hier an diesem kleinen Aufwärtstrend rütteln müssen. Wenn wir aber hier runterfallen unter die 9.340 Punkte Marke, dann haben wir eben das Thema, dass an der Stelle der Aufwärtstrend, der jetzt seit ein paar Tagen eben da ist, seit Mitte März, gebrochen wurde. Und dann dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass wir die Tiefs wieder testen. Also daher diesen Bereich unbedingt in Augenschein nehmen, wenn der DAX da reinläuft und wie weit er dann da auch reinläuft, ist eben dann die große Geschichte. Und hier sehen wir nochmal ganz spannend diese Geschichte, wenn wir hier auch mal nachbörsliche und vorbörsliche Kurse haben, dann ist hier etwas passiert. Der Morningstar ist gleichzeitig, Eveningstar ist gleichzeitig hier eine Kursformation, nämlich so eine kleine Schulterkopf-Schulter-Formation. Das heißt, auch hier eine erst einmal Trendwende nach unten. Die Mindestkursziele dieser Schulterkopf-Schulter-Formation aber eben schon erreicht. Da waren wir von 10,8 bis hier unten 10.670 Punkte ungefähr. Also sagen wir mal 130 Punkte nach unten. Das wurde eben deutlich schon erreicht. Nichtsdestotrotz erst einmal hier eine Trendwende wieder nach unten, was wir hier erlebt haben. Und das Ganze kommt nicht von ungefähr. Wir haben, das mache ich auch mal mit einem Rechteck kenntlich, hier diese Zone erreicht, diese Widerstandszone. Idealerweise wären wir nochmal in Richtung 11.000 gelaufen, das ist aber jetzt erstmal ausgeblieben. Und insofern sind wir in dieser Widerstandszone leider schon vor den 11.000 gescheitert.
Und erst einmal jetzt nach unten gelaufen. Gleichzeitig ist, wenn wir jetzt den 15-Minuten-Chart betrachten, diese Zone hier wichtig, da wo ich jetzt, ich mache die Linie mal in blau, diese horizontale Linie, das ist hier das wichtige Tief. Wenn wir das unterschreiten, haben wir dort im 15-Minuten-Chart auch den Aufwärtstrend gebrochen. Also knappe 10.200 Punkte, da ist der DAX jetzt noch nicht hingekommen bisher, heute mit Xetra-Schluss nicht. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Also das könnte hier eben dazu führen, dass wir an der Stelle eben auch noch mal tiefer laufen. Ist natürlich auch nicht verwunderlich, wir haben ja weiterhin auch recht hohe Volatilitäten und Schwankungen in diesen Phasen. Natürlich alles andere als überraschend, wenn wir hier eben auch viele Fragezeichen noch haben, konjunkturell bedingt, wann können Geschäfte wieder aufmachen und passend auch zeitlich gesehen, wenn wir in die USA blicken, da beginnt jetzt die Berichtssaison. Und was dort auch schon berichtet wurde, wir haben Banken gehabt, die berichtet haben, die Bank of America hat schon was gesagt, die JP Morgan hat was gesagt und man sieht, dass die Risiken für Kreditausfälle und die Rückstellungen, die die Banken gemacht haben, höher sind als erwartet. Und da sehen wir dann eben auch, dass einige Banken schwach sind, gerade auch in Deutschland. Wenn man mal einen Blick auf die Deutsche Bank, auf die Commerzbank wirft, dann sind das auch mit die Verlierer von heute. Das muss man da ganz klar so sagen. Und da muss man auch wieder schauen, ist die Deutsche Bank da wieder in Richtung ihrer Allzeittiefs unterwegs? Können wir uns gleich auch mal anschauen. Jedoch gilt jetzt hier, wenn wir den DAX beobachten, wie gesagt, Widerstandszone erreicht, daran erstmal gescheitert mit einer Kursformation, mit so einer kleinen Schulterkopf-Schulterformation im 15-Minuten-Chart, gleichzeitig am Hoch ein Shooting-Star. Ja, wir haben es hier nochmal versucht, nach oben uns abzusetzen. Das ist aber nicht gelungen. Und diese Schulterkopf-Schulter-Formation im 15-Minuten-Chart drückt sich im Tageschart wie ein Evening Star aus. Insofern bräuchten wir jetzt auch wieder, wenn wir Long-Szenarien favorisieren wollen, eine ähnliche Trendwende nach oben. Also sollten sich auch hier beispielsweise im 15-Minuten-Chart irgendwelche Kursformationen ereignen, ob es jetzt ein Doppelboden ist, wie es der DAX in den letzten Tagen und Wochen häufiger mal gemacht hat, oder aber eine Candlestick-Formation, die erscheinen kann, wie ein dann eben das Gegenteil vom Evening Star, ein Morning Star oder aber auch eine Hammerkerze, wie hier, wo es dann wieder nach oben geht. All das muss man dann entsprechend beobachten, um dann eben aber auch wieder Hoffnung zu tanken für Long-Positionen. Solange das ausbleibt, heißt es hier die blaue Linie betrachten, knappe 10.200 Punkte Marke. Und wenn es da runter geht, dann haben wir hier die nächste Auffangzone, wo wir mehr oder weniger nicht ganz in der Mitte, aber an der Stelle die Kurslücke hatten in Richtung 9.850 Punkte Marke als weitere etwas größere Unterstützung. Das sind so die Marken, die man da jetzt kurzfristig sicherlich betrachten sollte. Perfektes Drehbuch auch, wie ich es letzte Woche irgendwo auch schon gesagt habe. Wir haben hier die drei Kurslücken gesehen. Eine Breakaway Gap, die es gab, hier nahe der Tiefs. Der erste graue Pfeil, den ich jetzt hier platziert habe, die aufgetreten ist. Keine gewöhnliche Kurslücke, die schnell wieder zugemacht wird, sondern die weiterhin Bestand hat. Denn Kurslücken, die schnell wieder zugemacht werden, das sind sogenannte Common Gaps, gewöhnliche Kurslücken, die keiner größeren Beachtung bedürfen. Dann hier die zweite
große Kurslücke, die Continuation Gap, die hier an der Stelle eben die Fortsetzungslücke zu Deutsch ist. Und dem folgt dann eben häufig auch nochmal eine Exhaustion Gap. Das ist die hier dann gewesen, da sind wir nochmal auf neue Kursniveaus gehievt worden am gestrigen Tage, aber ziemlich schnell dann jetzt auch wieder verpufft. Die Erschöpfung, die eingetreten ist mit der Kursformation. Gleiches Bild hatten wir auch an der Stelle hier, wenn wir uns die Abwärtsbewegung anschauen. Insofern erst einmal die Aufwärtsbewegung, dem wurde ein Ende gesetzt. Schauen wir mal, ob das Ganze nur eine Korrektur der Aufwärtsbewegung ist oder aber, ob wir hier Trendbrüche erleben. Der wichtigste Trendbruch wäre hier unten, wie gesagt, 9.400, 9.350 Punkte. Das ist die Situation im DAX und ein ähnliches Bild im S&P 500. Hier die Hoffnung, wir sehen in Amerika der Kursverlust nicht so groß wie in Deutschland. Der DAX mit 4% im Minus, der S&P 500 nur in Anführungszeichen 2,5% im Minus. Hier also noch keine so deutliche Evening Star Formation. Bis zum Abend kann hier noch viel passieren. Das heißt, wenn wir einen ziemlich schwachen Tag haben, wenn die Kerze größer wird am heutigen Tage und der Schlusskurs nahe der Tiefs ist, dann hätten wir es hier auch mit einer Evening Star Formation zu tun. Wie gesagt, der Kursfortschritt im S&P 500 etwas weiter als im DAX. Da haben wir schon mal 50% jetzt hier wieder wettgemacht. Im DAX haben wir es nicht ganz erreicht. Und wenn wir uns das hier betrachten mit Widerstandszonen, ähnlich wie wir es gerade beim DAX gemacht haben, ist genau das Gleiche im S&P 500 auch aufgetreten. Wir sind hier in diese Widerstandszone hineingelaufen und haben dort jetzt auch erst einmal ein Scheitern hinnehmen müssen. Auch hier ähnlich zu betrachten mit den Kurslücken. Die letzte, die wir hier hatten, die Erschöpfungslücke. Das Ganze hier vorerst erstmal eine Bullenfalle, denn das Kursniveau, das, was wir jetzt hier in den letzten Stunden seit gestern Morgen, amerikanischer Zeit zumindest, hatten, das hat sich so abgespielt, dass wir nicht wirklich viel Kursfortschritt mehr hatten nach der Kurslücke und danach haben wir auch wieder das Ganze nach unten verlassen mit einer Kurslücke. Klassische Bullenfalle, die jetzt hier erstmal aufgetreten ist und wo jetzt auch natürlich zu betrachten ist, wie weit geht es runter, wo sind Marken, die ich unbedingt betrachten sollte. Im 15-Minuten-Chart auch hier nicht mehr so weit weg. Ein Aufwärtstrendbruch im 15-Minuten-Chart kriegen wir hier hin, wenn wir die 2728-Punkte-Marke durchbrechen würden. Und im Tageschart, wenn wir uns das betrachten, na jetzt will er nicht, mache ich nochmal neu auf. Da haben wir dieses 1, 2, 3, da sind wir noch von einem Trendbruch etwas weiter entfernt im Tageschart. Der größere Trend aufwärts gerichtet, der würde dann beendet werden, wenn wir hier die 2448 Punkte Marke unterschreiten. Interessanterweise, die Tech-Werte stärker. Hier sehen wir, dass wir im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs
zwar auch eine Kurslücke hatten, zwar auch schwächer eröffnet haben, aber wir haben die gesamte Kerze von gestern eben nicht nach unten verlassen. Und das ist hier eben das Thema, was wir seit Wochen eben auch beobachten können. Corona-Profiteure natürlich vor allen Dingen die Firmen, die weiter arbeiten lassen können, das heißt viel mit Homeoffice arbeiten können. Das sind eben Softwareunternehmen, das sind Unternehmen, die arbeiten sollen auch. Und da gibt es ja auch eine Reihe von Tech-Werten, die hier auch als Corona-Profiteure gelten, wovon wir uns auch den einen oder anderen anschauen. Insofern der Nasdaq, der hier sich besser darstellt, wo wir dann eben jetzt hier auch gesehen haben, nicht nur 50% dieser Abwärtsbewegung wieder korrigiert, sondern sogar 61,8%. Und das ist hier der Index, der ganz klar Stärke zeigt. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Da kann man auch von Szenariobildung entsprechend sprechen. Wenn wir hier ein Positivszenario, was mittelfristig, nicht kurzfristig, sondern mittelfristig wäre, ist, wenn wir jetzt hier eine aus dieser V-Formation eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation inverser Natur machen würden und dies nach oben durchbrechen würden, dann wäre das ein ganz starkes Zeichen des Nasdaq und auch mittelfristig sogar sind dann tatsächlich neue Hochs drin. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist hier die bullische Variante. Die bärische Variante ist eben, dass wir hier auch noch mal deutlicher fallen werden und dazu müssen wir hier auch mal in den 15-Minuten-Chart eintauchen. Auch der Nasdaq, der sich hier in ein Terrain vorbewegt hat, vorgewagt hat, wo wir eben auch klare Widerstände haben. Und schauen wir mal, wie er sich dort aus der Affäre ziehen kann. Aktuell besser, als es eben, wie gesagt, die anderen Indizes tun in Amerika. Und das bleibt dann eben jetzt hier abzuwarten. Hier sehen wir, dass wir im 15-Minuten-Chart einen Trendbruch erst dann erleben, wenn wir hier etwas über 8.000 Punkte, 8.039 ungefähr, wenn wir das unterschreiten würden. Und dann Zielbild, diese Kurslücke vom 3. auf den 6.4. zumindest mal wieder zu schließen. Im Tageschart, das der Vollständigkeit halber, hätten wir den Trendbruch, den größeren Trend bei 7.428 Punkten. Schauen wir noch auf Gold. Gold hier auch auf, noch nicht auf Rekordniveau, aber zumindest auf Mehrjahreshochs gewesen. Heute etwas schwächer, etwas mehr als 1% im Minus. Und Gold hat hier, da müssen wir etwas weiter rauszoomen. Ich gehe mal in den Wochenchart. Hat sich hier eben weiter vorgewagt. So hoch war Gold, der Goldpreis zuletzt im Jahr 2012 tatsächlich und hat sich aber auch noch nicht ganz hier an die Hochs im Jahr 2012 rangetraut bei 1800 US-Dollar. Übrigens, wenn man Gold in Euro sich anschauen würde, dann sehen wir, dass Gold schon auf neue Rekorde vorgestoßen ist. Hier aber noch nicht Gold US-Dollar. Hier haben wir eben noch keine neuen Rekorde, sondern da arbeitet Gold womöglich noch dran. Kann einer der großen Profiteure werden von der Geldmenge, die ja erheblich ausgeweitet wird von den Notenbanken, von den fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen, die jetzt angestoßen worden sind. Gold als einmal natürlich Sicherheitsanker, zum anderen aber auch, wenn wir hier es mit einer Asset Price Inflation mehr und mehr zu tun bekommen, dann ist Gold sicherlich auch einer der Profiteure. Und so hat man dann einmal den Goldpreis, den man betrachten kann. Zum anderen hat man auch natürlich die
diejenigen Unternehmen, die irgendwas mit Gold zu tun haben, seien es die Minenaktien, die teilweise auch schon auf neue Hochs vorgestoßen sind, oder aber anderweitig Goldproduzenten, die man ins Auge fassen kann. Also Gold auf Band, hier so eine Abrundung über mehrere Jahre, so eine ganz langgezogene Formation, Untertassenformation, die es Gold hier entsprechend auch geschafft hat. Jetzt ist nur noch die Frage, wird diese Untertassenformation langfristig eine Tasse mit Henkel? Und ist dieser Henkel jetzt schon passiert? An der Stelle hier, als wir das Tief vor ein paar Tagen oder Wochen gemacht haben, war das hier der Henkel? Das ist hier die große Frage. Auf jeden Fall neigt Gold hier trotz des heutigen Kursverlustes durchaus auch weiterhin zur Stärke. So, schauen wir doch mal auf Einzelaktien. Dazu erstmal die Kurslisten in Deutschland. Wie sieht es denn da aus? Wer gewinnt? Wer verliert am heutigen Tage? Dazu sortieren wir diese Listen einfach mal anhand der Performance am heutigen Tag. Und was wir einmal natürlich schnell sehen werden, DAX und auch MDAX, DAX am Tabellenende ist die Deutsche Bank mit minus knapp 9%. Hier eben auch die Sorge dafür, dass es viele Kredite gibt, die platzen und da eben Rückstellungen, die gemacht worden sind, möglicherweise auch nicht ausreichen für diese Kreditausfälle. Das hier zum einen, zum anderen dann eben auch immer wieder ja, die Situation, in die europäische Banken ja schon vor langer Zeit gebracht worden sind. Es gibt keine großartigen Zinserträge mehr. Wenn man Geld bei der EZB parkt, wird das negativ verzinst und das schlägt in einer solchen Krise natürlich auch doppelt zu Buche, wenn man hier quasi von zwei Seiten gebeutelt wird. Einmal durch die Kredite, die ausfallen, zum anderen aber auch, wenn man das Geld irgendwo parken muss. Wie kann man das denn machen, ohne negativ verzinst zu werden? Und die Commerzbank, die ist hier schon in Anführungszeichen weiter als die Deutsche Bank, die befindet sich hier schon fast auf Rekordtiefniveau wieder 2,80 Euro. Und das ist dann eben auch die große Geschichte, dass wir hier vermutlich auch bei den Banken, zumindest bei der Commerzbank, schon in den nächsten Tagen neues Rekordtief sehen können. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann auch noch die 3 Euro unterschreiten, dann hätten wir hier die kleine Zwischenerholung seit Anfang April bei der Commerzbank schon wieder beendet. Also das ganz klar die Verlierer des heutigen Tages, Banktitel. Wir haben dann aber auch noch konjunktursensitivere Titel, die schwach sind, eine Infineon, die natürlich auch groß im Automobilgeschäft dabei ist als Zulieferer, die sind hier auch jetzt 8,5% im Minus. Die haben jetzt auch erst einmal der Rallye, die sie hingelegt haben, Tribut zollen müssen, sind jetzt erst einmal schwächer. Das Chartbild ist jetzt immer noch nicht so schwach seit Mitte März. Dazu fehlt eben noch viel, dass es schwächer wird. Wir haben immer noch den Aufwärtstrend im Tageschart seit diesen paar Wochen. Und hier muss man dann drauf schauen, inwieweit dieser Aufwärtstrend auch weiterhin Bestand haben kann. Die nächsten Tage gilt es hier zu beachten, wenn Infineon, wenn die Slow Stochastic hier beispielsweise den Bereich von 80 wieder unterschreitet, dann heißt es hier nochmal Warnlampen angehen lassen, dass wir dann auch nochmal zügig in Richtung 14 und sogar tiefer fallen können. Ansonsten sollten wir uns jetzt die nächsten Tage behaupten können im Bereich von über 80 bei der Slow Stochastic, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir tatsächlich auch nochmal dieses Hoch hier antesten.
Defensive ist Trumpf, sieht man heute im DAX. Wir haben eine Vonovia, eine Münchner Rück, eine Beiersdorf, die auf den ersten drei Plätzen sind. Wir haben eine deutsche Börse, die auf Platz 4 ist, die von mehreren Transaktionen, die getätigt werden, natürlich profitiert. Auch wenn sie gestern einen Ausfall hatten, der ziemlich lange gedauert hat, das hat der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen, da war mal die deutsche Börse down, Xetra und auch die Eurex, da war über einige Stunden kein Handel möglich. Nichtsdestotrotz heute nicht so schwach wie der Gesamtmarkt. Aber wer profitiert heute? Nicht die konjunktursensitiven Aktien. Wir haben ja auch entsprechend hoch-tief wieder deutlicher im Minus. Wir haben dann auch noch andere Aktien, die deutlicher im Minus sind. Airbus auch 7,5% wieder im Minus. Die Corona-Profiteure, die sind auf der anderen Seite der Tabelle zu finden. HelloFresh, der Kochboxen-Spezialist, Lieferant von frischen Lebensmitteln und Kochboxen. Hier Konsolidierung scheint beendet. Heute nochmal Stärke gezeigt, 6,8% im Plus und damit wieder auf Kurs sozusagen. Kurslücke geschlossen. Das ist das, was die HelloFresh hier gemacht hat. Kurzer Dip in Richtung des 30. März-Tiefs. Und dann ging es jetzt hier in den letzten 3, 4 Tagen wieder aufwärts. Nicht ausgeschlossen, als Corona-Profiteur hier auch die 33er-Marke wieder anzusteuern. Das sieht gut aus. Das sieht entsprechend auch wirklich stark aus. Dann CompuGroup kratzt am Hoch. Telemedizin steht hier im Vordergrund bei CompuGroup. Auch das der zweitbeste Wert im DAX, den wir hier haben. Und auch die TeamViewer auch nicht weit von ihren Hochs entfernt. Also, wir sehen auch in der Krise, lassen sich Aktien herausfinden, die eben gut laufen, auch wenn es weniger sind natürlich, als wenn wir hier eine Bullenphase haben. Und dann können wir noch den Blick auch auf Sartorius richten, der Laborspezialist, der hier an der Stelle auch am Allzeithoch ist es, kratzt, das, was wir im Februar noch gemacht haben. Und hier ist es komplett abgeschlossen. Diese Erholungsbewegung ist insofern da, dass wir bei der Sartorius tatsächlich schon die erste große Umkehrformation erlebt haben. Hier an der Stelle eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wunderbar hier zu sehen. Und daher dürfte es wahrscheinlich sein, wir arbeiten ja in der technischen Analyse nur mit Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier auch die neuen Hoch oder die alten Hochs überschreiten können. Schauen wir mal, ob das passiert. Aber die Voraussetzungen sind geschaffen und bei einer solchen Formation sogar auch eben entsprechende Kurspotenziale, die da recht hoch sind. Sartorius als Laborspezialist, die da auch natürlich von profitieren, wenn mehr Tests, mehr Auswertungen erfolgen müssen, dann sind die auch vorne mit dabei. 290 wäre hier tatsächlich das mittel- bis langfristige Kursziel bei der Sartorius aufgrund dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und hier der rechte Index, der SDAX. Hier sehen wir auch ganz vorne mit dabei Drägerwerke, Drägerwerk, Beatmungsgeräte, Schutzkleidung, Atemmasken, die Drägerwerk produziert, konsolidiert, hat die Aktie seit Ende März bis eben hier letzte Woche hinein und jetzt seit Montag eigentlich wieder die Konsolidierung beendet. So sieht es zumindest aus. Und wenn wir davon ausgehen, dass Lockerungen nur insofern stattfinden, dass wir
Schutzmasken tragen müssen beispielsweise, dass also man in Bus und Bahn nur mit Schutzmasken rumlaufen darf. Wenn wir das Gleiche in Geschäften haben, wie Friseursalons beispielsweise, dann haben wir hier mit Trägerwerk natürlich auch jemanden, der dort entsprechend vorne mit dabei ist. Der nächste Corona-Profiteur aus Deutschland, das ist die Shop-Apotheke. Hier sehen wir auch, die ist auf neue Hochs vorgestoßen. Die hat hier auch schon eine entsprechende Formation ausgebildet, eine V-Formation. Das ging hier auch super schnell und damit dann auch ziemlich schnell klargestellt, ich bin einer der Profiteure. Ich liefere Arzneimittel, ich bin hier die Online-Apotheke und man kann mich in der Krise dann eben nutzen. Und so sehen wir das dann eben auch im Chartbild. Mehr Bestellungen, die online stattfinden, sind fundamental auch schon veröffentlicht worden bei der Shop-Apotheke. Insofern ist das sehr interessant. Schauen wir mal, ob die es dann auch schafft, durch die Mehrbestellung auch mal in die Gewinnzone zu rutschen. Denn das ist vollständig ausgeblieben, seitdem wir hier die Daten seit 2013 haben, jedes Jahr mit Verlusten und die Verluste, die entsprechend von Jahr zu Jahr auch größer geworden sind. Schauen wir mal, ob diese Krise dazu taugt, dass Shop-Apotheke auch Gewinne einfahren kann. Wenn wir mal die Kursliste mit den Corona-Profiteuren aufmachen, dann können wir die noch erweitern. Was wir jetzt hier noch sehen, ihr kennt den Großteil der Aktien, die habe ich hier alle auch schon mal vorgestellt. Wir haben hier auch Zoom Video, die trotz entsprechender Kritik, dass hier Datenschutz Richtlinien missachtet werden, dass man also den Datenschutz der Kunden mit Füßen tritt, dass hier jetzt auch eine Diskussion aufgeflammt ist, dass Daten auch an China weitergegeben werden. Nichtsdestotrotz kann Zoom-Video hier weiter nach vorne schnellen, 6% im Plus. Das ist das Ganze, was wir hier haben. Teladoc Health. Auch einer der Profiteure, ähnlich wie CompuGroup, auch hier telemedizintechnisch unterwegs. Das heißt, Online-Sprechstunden, das ist eben etwas, was auch in den USA gefördert wird. Bisher war es so, dass Versicherungen in den USA solche Online-Sprechstunden eben nicht bezahlt haben für die Ärzte und für die Patienten dann entsprechend jetzt. Haben sie aber vor einigen Wochen dann gesagt, jawohl, das ist jetzt auch mit drin im Deal und eine Aktie wie Teladoc Health kann davon dann eben auch profitieren. Wenn wir von neuen Hochs sprechen, dürfen wir Amazon nicht vernachlässigen. Der Chart spricht Bände, wenn wir hier von Umkehrformationen sprechen, wenn wir gerade bei Sartorius gesehen haben, dass es eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation gab, dann haben wir die gleiche Geschichte bei der Amazon eben auch technisch gesehen einwandfrei. Hier 2000-Dollar-Marke war hier der Trigger. Da ist die Aktie vor wenigen Tagen drüber geschnellt und dazu hat Amazon dann auch noch das Hoch hier aus dem Februar ziemlich schnell genommen. Das sieht gut aus und auch hier sehen wir, was das Kurspotenzial ist. 1630 Dollar ungefähr, das war das Tief. Wir waren hier im Hoch der SKS bei 2000 Dollar.
Das heißt, wir sind dort 370 Dollar ungefähr auf dem Vormarsch nach oben in Richtung 2370 Dollar. Wir sind jetzt bei 2300. Also vieles schon abgearbeitet vom Ziel, was Amazon hier hat. Amazon hat auch nochmal angekündigt, weiterhin Leute einstellen zu müssen aufgrund der hohen Nachfrage. Erst waren es 100.000, die wurden alle wohl schon eingestellt laut Amazon. Und jetzt nochmal 75.000 Menschen, die weltweit da auch nochmal eingestellt werden, um der großen Nachfrage auch Rechnung zu tragen, dass man auch die Lieferzeiten entsprechend niedrig halten kann, zum Beispiel. Und das ist das, was Amazon hier macht. Viel mehr Nachfrage, einmal nach den Lieferservices, zum anderen aber auch das Cloud-Geschäft mit den Produkten, die Amazon da hat, zum Beispiel auch solche Online-Conferencing-Module, Amazon Prime Video beispielsweise auch, wo man sich dann Filme und Serien anschauen kann. Auch das boomt und insofern ist hier mit der größte Profiteur sehr schnell gefunden. Das ist nämlich Amazon. Wenn wir von Video sprechen, dann können wir auch Netflix anschauen. Auch hier eine ähnliche Formation, auch so eine erst V-artige Formation, die sich dann zu so einer inversen SKS ausgebildet hat. Und hier müssen wir auch ein bisschen weiter rauszoomen, um dann jetzt zu sehen, neues Allzeithoch. Netflix hat hier tatsächlich diese Konsolidierungsphase beendet und die in Anführungszeichen Seitwärtskonsolidierung, die hier stattgefunden hat, ist jetzt vorbei. Schauen wir auf Everbridge. Das Corona-Profiteur, was ist mit denen? Was machen die? Die bieten eben an, zum Beispiel, dass man jeden auf sein Handy Nachrichten schicken kann. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche News hat, wenn man Vorschriften erlässt, dann bieten die das an. Hier zum Beispiel dann für Amerika auch interessant, dass wenn irgendwelche Kontaktsperren, Kontaktverbote, Kontaktbeschränkungen passieren, dass das ein Bürger aufs Handy bekommt und dann eben genau weiß, jawohl, so kann man in der Pandemie, in der Krise umgehen, dass man hier entsprechend solche Services nutzt. Everbridge ist da vorne mit dabei. Welche Profiteure sind noch da? Gaming-Aktien. Wenn natürlich viele Leute zu Hause sitzen, ob es jetzt die jüngere Generation ist, die mittelalte oder die ältere Generation, dann haben wir hier diese Spieleaktien, virtuelle Spiele, Activision Blizzard, Electronic Arts, Zynga und, die eben davon profitieren. Es gab eine Statistik, dass vom 16. bis zum 23.03. 63% mehr Spiele verkauft worden sind. In Frankreich nahezu sogar mehr als 200%. Und das sagt natürlich schon vieles. Viele spielen zu Hause, vertreiben sich die Zeit, wenn sie entsprechend nichts anderes machen können, wenn sie draußen nicht sein können und Fußball spielen können, beispielsweise oder Basketball oder sonstiges als Teamsport machen können, dann wird hier verstärkt eben die Konsole oder der PC angeschmissen und gespielt. Und hier sehen wir, dass Activision Blizzard auch hier, nachdem sie seit Ende 2018 eben stark Schwäche gezeigt haben, nicht Stärke, Schwäche gezeigt haben, sich dort einigermaßen rausgearbeitet haben, dann auch noch
mit eben den Corona-Tiefs auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Aber als sich dann so langsam rauskristallisiert hat, es wird mehr gezockt, dann ist die Aktie eben auch angesprungen. Jetzt hat sie ein neues Terrain erreicht. Soweit waren wir zuletzt im Oktober 2018, dass wir hier über die 64,50 Marke gestiegen sind. Und so haben wir hier einen Gewinner, charttechnisch gesehen, an der Stelle Activision Blizzard, Zynga, Take-Two, Electronic Arts, Ubisoft. Da kann man sicherlich einige nennen. Und trotz schwachem Gesamtmarkt, wenn man sich das hier anschaut, diejenigen, die in Amerika gelistet sind, von diesen vieren, ich nehme noch Take-Two dazu, und Take-Two eben auch, vier von fünf sind im Plus, nur Ubisoft eben europäisch dort im Minus. Und so können wir auch mal Take-Two uns anschauen. Hier fehlt noch etwas, um auf neue Niveaus zu kommen. Aber das könnte ja auch noch passieren. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Spannende Geschichte. Ubisoft auch wenn sie heute nicht ganz so stark sind wie die anderen, hier an der Stelle unterwegs. Und Zynga, ja, Zynga ist hier charttechnisch gesehen noch die beste Aktie. Das sieht nach neuen Allzeithochs aus. Also wer sucht, der findet Aktien, die in diesem Umfeld dann eben auch zu Stärke neigen und die Gewinner sein können. Stichwort Digitalisierung. Gaming ist natürlich auch schon Digitalisierung par excellence. Und so haben wir hier einige, die an der Stelle gut unterwegs sind. Was sehen wir noch am US-Aktienmarkt? Hier sehen wir, dass es einen Deal gegeben hat, nämlich die Airlines bekommen Stütze, 25 Milliarden Dollar Paket für die US-Airline-Industrie, also die American Airlines, Delta Airlines und wie sie alle heißen, die bekommen also Hilfe. Unterschiedlich hoch müssen sie auch bekommen, denn wenn man nicht mehr fliegen kann oder nicht mehr in der Art und wenn man einen Umsatzeinbruch von 95% hat, bedingt durch die Maßnahmen, die getroffen worden sind, dann wird man über kurz oder lang eben nicht da rumkommen, auch mal Kredite in Anspruch zu nehmen oder andere Geschichten. Und man hat jetzt mit der US-Regierung einen Deal gemacht, die auch das auch vorsieht, dass wir oder dass die Airlines auch sozusagen Verzinsungen bezahlen müssen auf die Hilfen, teilweise zumindest. Und das heißt, hier will dann die US-Regierung auch von profitieren, sollten die Airlines alle überleben, dass sie dann langfristig oder mittelfristig gesehen auch eine entsprechende Rendite bekommen. Und insofern haben wir hier ein paar Airlines, die hier dann eben entsprechend schon einmal einen kleinen Bailout haben. Schauen wir mal auf Delta Airlines beispielsweise. Die sind jetzt 2% im Minus. Schauen wir mal auf American. Die sind leicht im Plus. Und so muss man eben schauen, wie können diese Aktien diese Phase überstehen, wie lange dauert der Lockdown, wann werden wieder vermehrt Flüge angeboten werden können, wann gehen Reisen also wieder los, ob es jetzt Urlaubsreisen, Geschäftsreisen oder sonstiges sind, das ist hier die große Frage. Aber worüber sich viele eben auch schon einig sind, ist,
dass das Niveau von vorher, was Flugreisen angeht, vermutlich zumindest für eine sehr lange Zeit nicht mehr erreicht wird. Und da spreche ich nicht mit sehr langer Zeit von 3 Monaten, sondern eher von 3 Jahren, also von mehreren Jahren, wenn es überhaupt mal wieder erreicht wird. Denn man lernt jetzt die Vorzüge zu schätzen, was es angeht mit Videoconferencing, bei Geschäftstätigkeiten, also die langen Flugreisen, wenn jemand von Berlin nach New York fliegen will wegen einer Geschäftsreise, der macht das heutzutage mit eben jetzt Videoconferencing-Lösungen. Das heißt auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich dran und dann lässt man davon ab, eben Zeit in einem Flugzeug zu vergeuden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist als Geschäftsreise. Insofern muss man dann eben auch schauen, langfristig gesehen, wie es hier auch mit der Nachfrage nach Flugreisen weitergeht. Urlaubsreisen werden sicherlich irgendwann mal wieder an den Start gehen, aber das wird auch noch dauern. Insofern noch nicht so viel drauf setzen, dass der Turnaround jetzt schon erreicht ist, sondern das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Heutiger Gewinner im Dow Jones ist ganz klar United Health mit über 4%. Die haben News rausgebracht, zwar ein Gewinnrückgang, aber bessere Zahlen als erwartet. Und das in dem Umfeld. Das ist natürlich gut. US-Krankenversicherer verdient mehr als gedacht, steht hier zum Beispiel. Und das ist eine positive Botschaft von dem Unternehmen. Schauen wir da auch mal auf den Chart. United Health, hier sehen wir es auch, dass sie hier den Konsolidierungsmodus hier schon fast wieder verlassen haben und dass das natürlich Krankenversicherung ein Thema in der aktuellen Gemengelage ist, was ja auch entsprechend stärker nachgefragt wird, wenn es denn in den USA so weit möglich ist, wenn wir viele, viele Arbeitslose haben. Aber das ist eben einer der Gewinner. United Health mit 4% im Plus. Und so sehen wir sonst auch noch viele defensivere Werte, Merck, Procter & Gamble, Johnson & Johnson beispielsweise, Walmart, die hier entweder im Plus oder nur sehr leicht im Minus sind, auch wenn der US-Markt 2% unten ist. Ein Blick wert, das wollte ich jetzt separat betrachten, ist Abbott Labs. Warum? Auch ein Corona-Profiteur natürlich. Die haben jetzt einen Test an den Start gebracht, an die Rampe geschoben. Dieser Schnelltest, der wurde Ende März in den USA zugelassen. Da haben sie dann, ich glaube, vorletzte Woche Sonntag oder Samstagabend darüber berichtet, dass die einen Schnelltest entwickelt haben, 5 Minuten Test, dann weiß man, hat man Corona oder nicht, 13 Minuten, um die definitive Entwarnung zu geben. Das ist ein Niveau, was sonst kein anderer Test erreicht hat. Andere Tests gehen von einer Dreiviertelstunde aus, die schnell sind. Und insofern hat hier Abbott etwas geschaffen, was es so am Markt nicht gibt und was dann eben auch Grundlage sein wird, dass man auch Lockerungen durchsetzen kann. Lockerungsmaßnahmen, dass man eben viel mehr Geschäfte aufmacht, dass viel mehr Leute wieder zur Arbeit gehen können und das Geschäftsleben oder das auch normale Leben einigermaßen wieder anstarten kann. Denn was wir brauchen, sind mehr Tests, sind flächendeckende Tests und wenn man die hat, dann kann man auch viel schneller auf entsprechende, ich sage es jetzt mal, Bedrohungsszenarien reagieren, wenn jemand eben infiziert ist. Die Kontaktpersonen können dann schneller ausfindig gemacht werden. Wenn man schneller testet, dann sind auch weniger Kontaktpersonen vorhanden und das kann dann eben im Kampf gegen das Virus helfen. Und Abbott, hier sehen wir es auch am Chart, der spricht eben Bände.
kurz vor einem neuen Hoch hier an der Stelle. Schöne V-Formation, wenig Gelegenheiten, wenn man tradet und Risikomanagement walten lässt, dort mitgehen. Hier einmal kurz Ende März, als es mal kurzzeitig bergab ging und jetzt hier bei 92,45 das Hoch bei Abbott. Ich denke, das ist das Allzeithoch, jawohl. Kann ich weiter zurückgehen, wie ich will, bis ins Jahr 1980 und wir sehen 92,45 $ das Allzeithoch. 2 $ sind wir davon weg und das sieht erstmal gut aus. Also was machen in diesen Tagen? Was ich immer wieder mache, ich will die starken Aktien sehen. Die sollen mir angezeigt werden, egal ob in Deutschland, in den USA oder auch in Europa. Was mache ich dann? Ich schaue mir entweder die relative Stärke zum Gesamtmarkt an oder aber Aktien, die hier hohe sogenannte RSL-Werte haben, relative Stärke nach Levy. Das heißt, man vergleicht einen Aktienkurs mit einem gleitenden Durchschnitt, zum Beispiel den 65-Tages-Durchschnitt und dann kann man sich hier starke Aktien anzeigen lassen. Grundsätzlich alles, was höher als, größer als 1 ist, da ist der Aktienkurs über dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt. Je weiter entfernt, desto weiter natürlich oben drüber von der 1. Alles, was unter 1 ist, was dann dabei rauskommt, das zeigt dann eben keine Stärke, sondern eher Schwäche. Und insofern hat man da die Profiteure, die ich vorhin schon genannt habe, unter anderem auch Stratec mit einem Schnelltest, nicht so schnell wie Abbott, aber auch immerhin unter einer Stunde unterwegs auf neue Hochstände. Auch das ist interessant. Wenn wir das gleiche mal in den USA machen, für den S&P 500, dann sehen wir hier ein paar Unternehmen, die hier Stärke zeigen. Netflix haben wir schon gesehen, die hier im oberen Drittel, im oberen Viertel auch unterwegs sind. Amazon, Clorox Company, die auch, was das Thema Hygienemittel, Desinfektionsmittel angeht, Hersteller sind. Und hier sehen wir auch, wie sie nach oben geschossen sind, Mitte März, als sich rauskristallisiert hat. Die stellen eben so etwas her. Sie erweitern die Produktion und so weiter. Und dann sehen wir auf Platz 3 Newman Corp, der größte Goldproduzent der Welt. Sie auch auf neue Hochs vorgestoßen. Zum einen natürlich bedingt durch den Goldpreis. Wenn der Goldpreis nach oben geht, dann lohnt sich die Goldförderung mehr. Zum anderen, und das ist dann auch einer der Profiteure von dem niedrigen Ölpreis, durch den niedrigen Ölpreis wird die Förderung günstiger. Denn man muss da eben auch viele zum Beispiel Dieselmaschinen benutzen, um entsprechend Gold zu fördern. Das wird günstiger und davon profitiert unter anderem Newmont, aber natürlich auch andere, die man sich da betrachten kann, Barrick Gold. Aber Newmont zeigt hier besondere Stärke, auch wenn gestern und heute der Tag schwächer war und wir jetzt hier mal schauen müssen, ob die Aktie nicht erst einmal in einen leichten Konsolidierungsmodus übergeht. Also das ist eigentlich immer Pflichtaufgabe für jeden, immer wieder zu schauen, welche Aktien stechen positiv heraus. Nicht unbedingt die, die jetzt so schlecht sind, sich anzuschauen. Es gibt immer wieder viele, die dann auch entsprechend jetzt beispielsweise Kreuzfahrtgesellschaften kaufen, weil sie sagen, das wird irgendwann wieder. Aber da gibt es mehrere Bad News. Zum einen, dass
die keine Hilfen in den USA in Anspruch nehmen dürfen, weil sie eben in Steuerparadiesen unterwegs sind, unter anderem. Das haben wir mit Carnival immerhin einen gehabt, der sich anderweitig Hilfe beschaffen konnte, nämlich durch den saudischen Staatsfonds. Aber das sind immer so Bets, also das sind Wetten, die eben auch ein hohes Verlustrisiko mit in sich tragen, auch wenn die Aktien 85 oder 70% gefallen sind, aber die können eben immer noch davon 85 oder 70% nochmal fallen von den Tiefs. Und insofern, wenn dann eben solche Unsicherheiten bestehen, ist immer die Frage, will ich mir das antun? Habe ich die Zeit und die Nerven dafür oder aber mache ich es anders? Und so sehen wir jetzt hier USA 2000, auch noch andere Unternehmen, die hier oben mit dabei sind. Ein Blick richtet sich auf Limelight Networks. Was machen die? Neues Allzeithoch. Wunderbar. Hier riesige Doppelbodenformation 2018, 2019. Dann ging es eben aufwärts, aufwärts. Dann haben wir hier die V-Formation. Und schauen wir mal drauf, was die denn so machen. Die machen so Broadcasting. Hier sehen wir es. Digitaler Content zum Beispiel. Eben Netzwerke, Cloud Storage, Videoplattformen online. Und das ist eben auch etwas, was natürlich nachgefragt wird. Regeneron Pharmaceuticals, auch natürlich aufgrund der Corona-Krise nachgefragt bei neuen Hochs und die sind dann eben auch gut mit dabei. Dann ist ein Unternehmen, kennt vielleicht nicht jeder, denke ich. Ich habe es vor kurzem auch zum ersten Mal erst gehört. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Quidel Corp, die sind auch nicht so weit weg von ihren Hochs, die sie vor wenigen Tagen gemacht haben. Und wenn man sich das hier anschaut, riesige Volumenszunahme bei dem Unternehmen und es schießt eben auch nach oben. Wenn man hier mal auf die Fundamentaldaten beziehungsweise drauf schaut, was das Unternehmen macht, dann sehen wir, was machen die? Die entwickeln und produzieren Schnelltests, also wissen wir auch schon, was hier dabei ist. Für Virologie steht hier unter anderem und andere Produkte, Immunisierung und Tests dafür, also alles das, was heutzutage benötigt wird. Die werden wahrscheinlich auch einen Nachfrageanstieg haben und das drückt sich hier jetzt schon mal im Chart aus. Je mehr Tests gemacht werden müssen, desto besser für solche Unternehmen. Noch viele weitere, die man hier sich anschauen kann. Das ist dann jedem von euch auch selbst überlassen, einfach mal solche Scans durchzuführen. Hier haben wir noch Peloton Interactive. Was machen die? Die haben so einen Heimtrainer, so ein Fahrrad entwickelt mit Display, wo man dann quasi auch entsprechend irgendwelche virtuellen Wege abfahren kann. Und hier sehen wir auch 12%. Gerade diejenigen, die Radsport betreiben, professionell, semi-professionell oder als Hobby, die sind natürlich auf sowas jetzt auch angewiesen und können dann zumindest zu Hause weiter trainieren. Und hier sehen wir auch gar nicht so weit weg von den Hochs. Weiß nicht, vielleicht hat es ja einer von euch zu Hause so ein Produkt, würde mich mal interessieren. Der kann das dann gerne mal in den Chat hineinschreiben.
Schauen wir mal, ob da ein Ja kommt oder ob da nur Neins kommen. Schon mal zumindest mal getestet jemand. Nee, aber die Aktien, ja, kann man auch haben, das ist gut. Aber ein Ja ist jetzt noch ausgeblieben, also hat es zumindest noch keiner von den Teilnehmern. In der Muckibude stehen solche Dinge, aber die können dann jetzt aktuell auch nicht genutzt werden, wenn die Muckibude zu hat. Zumindest ist es dann wartungsarm. Wenn keiner es benutzt, dann muss man das auch nicht warten. Ja, insofern zum Abschluss. Ich habe heute auch noch ein spannendes Interview gehört von Ray Dalio. Ich muss ihm da auch beipflichten. Vielleicht hat es auch jemand gehört. Auf Bloomberg lief das live heute Nachmittag um 16 Uhr. Die Welt wird sich eben verändern und die nachgefragten Produkte werden sich verändern. Die nachgefragten Aktien werden sich verändern. Es wird eben nach Corona nicht mehr ganz so weitergehen wie bisher. Jedem wird schonungslos offengelegt, was unbedingt nötig ist und was nicht so unbedingt nötig ist. Und so wird sich eben auch die Nachfrage ein wenig oder auch drastisch teilweise verändern. Wie ich es gerade angesprochen habe, Flüge, Geschäftsreisen, das dürfte sich eben negativ entwickeln, auch nach der Krise. Auch andere Dinge, was eben auch Geschäfte angeht, dass man auch mehr und mehr online bestellt, die Digitalisierung und so weiter. Das heißt, die Unternehmen, die vielleicht in den letzten 30 Jahren interessant waren, die sind es morgen dann vielleicht nicht mehr. Und so muss sich jeder Investor die Frage stellen, habe ich da sowas im Portfolio, wo es eben auch so negativ ausgehen kann. Das sind so die Fragen, die man sich stellen muss, wo man eben schauen muss, wie geht es da weiter und muss ich da vielleicht auch irgendetwas umschichten. Frage zum Thema Automobilbau. Oder Automobilhersteller, wie sieht es da aus? Denn zumindest gab es heute eine leicht positive Nachricht, denn die Geschäfte, die geöffnet werden sollen, darunter zählen eben auch Autohäuser. Das heißt, hier könnte auch wieder mehr Absatz passieren, als es eben jetzt bisher der Fall ist. Automobilhersteller werden in den nächsten Tagen auch wieder die Produktion ankurbeln. Aber hier muss man dann natürlich schauen, Automobilbau sowieso in einer Sondersituation. Wir haben das Thema Elektromobilität. Hier wird sehr viel umgestellt von den entsprechenden Benzinern und Diesel auf Elektromobil. Wer kriegt das gut hin? Wer kriegt das nicht gut hin? Werden Konjunkturpakete, die in den nächsten Monaten ja auch noch geschnürt werden, auch klimamäßig Anwendung finden? Das heißt, dass eben nur so Anreize gesetzt werden, dass auch entsprechend der Klimawandel berücksichtigt wird und dass man die Klimaziele erreichen kann, dann ist das oder kann das für den einen oder anderen Autobauer auch noch doppelt bitter werden. Gibt es vielleicht sogar Fusionen? Was weiß ich, fusioniert eine Daimler mit einer BMW aufgrund der Krise? Kann ja alles passieren, muss man sich die Frage stellen. Oder wird ein Unternehmen von einem ausländischen Unternehmen geschluckt? All das große Fragezeichen in der Automobillandschaft. Deswegen sind jedwede Aktien hier für mich persönlich kein Kauf, weil einfach zu viele Unsicherheiten auch neben Corona noch da sind. Es wird sicherlich den einen oder anderen Gewinner auch noch mal geben, aber
inwieweit sich dann die drei Deutschen, die wir jetzt hier haben, die ich jetzt markiert habe, BMW, Daimler und Volkswagen, so behaupten können, wie sie sind. Ist das auch so eine Frage? Und bei VW war ich schon sehr lange skeptisch, charttechnisch gesehen. Denn wir haben hier par excellence Folgendes gesehen. Wir waren sehr lange in so einem Trendkanal. Der Trendkanal wurde dann 2018 verlassen. Die Aktie ist in der Seitwärtsphase gelaufen. Und dann haben wir nur noch diese alte Aufwärtstrendlinie hier Ende 2019, Anfang 2020 nochmal angelaufen, dreifaches hoch gemacht und sind runtergefallen. Das hier sind immer solche Phasen, wenn wir Trendkanäle nach unten verlassen, muss man schauen, wie sich die ganze Lage entwickelt. Und bei VW hat sie sich idealtypisch schlecht entwickelt, charttechnisch gesehen zumindest. Nämlich hier danach in eine Seitwärtsphase hier eingetaucht, dann ein bisschen Hoffnung und Euphorie, aber den Kopf gestoßen an dieser Trendlinie und nach unten abgeschmiert. Natürlich auch induziert durch die Corona-Krise, aber sicherlich nicht nur. Und jetzt schauen wir mal, wie sich Volkswagen dann eben auch schlagen kann, wenn Corona vorbei ist, wenn wir hier dann auch wieder den harten Wettbewerb haben beim Thema E-Mobilität. Können Sie ein vernünftiges E-Auto bauen oder nicht? Das wird die große Frage sein. Das zum Abschluss. Wir können hier natürlich noch 3 Stunden weiterreden, aber alles hat ein Ende und wir sehen uns live nächste Woche, Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Marktanalyse live. Zwischendurch, wenn sich akut was tut, werde ich auch wieder ein Video produzieren. Das wird auf YouTube erscheinen. Die Aufzeichnung wird hier auch auf YouTube erscheinen, morgen oder übermorgen. Und dann könnt ihr euch das auch immer wieder noch anschauen. Immerhin leichte Erholung sehe ich gerade bei den US-Märkten. Also schauen wir mal, ob das hier auch ein Morningstar wird oder aber ob hier das Terrain von gestern wieder zurückerobert werden kann. Damit entlasse ich euch und mich in den Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.